Linkshänder Kai Häfner rückt kurz vor Beginn der Hauptrunde der Heim-WM in den Kader der deutschen Handballer. Der Europameister von 2016 ersetzt in dem 16 Spieler umfassenden WM-Kader ab sofort den 21-jährigen Franz Semper, wie der Deutsche Handballbund DHB mitteilte. Häfner wird damit schon am Abend 20.30 Uhr im ersten Hauptrundenspiel in Köln gegen Island zum deutschen Aufgebot gehören. Wegen einer Zerrung von Routinier Steffen Weinhold trainiert der 29-Jährige bereits seit Mittwoch mit der DHB-Auswahl. Weinhold sei nun aber bereit für die zweite Turnierphase, heißt es in der Mitteilung weiter. Stattdessen strich Bundestrainer Christian Prokop den in der Vorrunde nicht überzeugenden Semper aus seinem WM-Kader. Semper bleibt dennoch beim Team in Köln. Für den rechten Rückraum verfügt Prokop mit Häfner, Weinhold und Fabian Wiede jetzt über drei Optionen. Prokop hatte vor dem Turnier ein 28-Spieler umfassendes erweitertes Aufgebot für die WM nominiert. Während der WM sind bis zu drei Wechsel mit Spielern aus diesem Aufgebot möglich, den ersten hat er mit Häfner nun durchgeführt.